Ja. Da ist er, glaube ich, unser Heilbutt. So eine Fischdichte und so eine Vielfalt wie hier ist, habe ich ganz selten in Norwegen erlebt. Also. Jetzt haben wir uns alle wieder ein bisschen beruhigt nach dem Lachs. Riesenglück, dass das jetzt hier sofort geklappt hat, glaube ich. Wir hatten jetzt alle drei richtig gute Seelachse und das Ding hier ist, hat den Vogel abgeschossen. Wow. Cool. Jetzt im neuen Norwegen-Magazin. Grenzerfahrung. Im wilden Nordosten Norwegens erlebten Benny Dittmann und Sebastian Endres unvergessliche Abenteuer. King Crab im Wilderness. Yes. Man kennt sie nur aus dem Fernsehen. Jetzt halte ich so ein Ding selber in der Hand. Wahnsinn. Yes. Bin richtig begeistert. Ich glaube, wir haben es um die 8 Uhr gerade. So zum Wachwerden, genau das richtige Programm. Felix sagt mir gerade, ja, dass er ein Heilbutt hat. Ja, so schnell kann es gehen. Dorsch habe ich gerade zurückgesetzt. Schöner Fisch. Wo kam der denn auf einmal her? Auf Längen haben wir es ja schon gemacht. In Mittelnorwegen, hier haben wir es jetzt auf Seewolf gemacht. Stein statt Blei. Der Tüftler Thorsten Ahrens berichtet über ein pfiffiges System, mit dem man beim Naturköderangeln ganz einfach Gewichte aus der Natur nutzen kann. Man kann sie natürlich nicht mit Blei vergleichen, aber umweltfreundlicher geht es dann nicht mehr. Die Straße der Meere. Wir haben den Norwegen-Experten Sven Gust auf die Insel Averøy begleitet. Unmittelbar an der Atlantikstraße gelegen, bietet dieses Revier jede Menge Möglichkeiten. So, also der gewählte Platz erweist sich als immer besserer Platz, sage ich mal. Jetzt hat man nach guten Seelachsfängen auch noch einen guten Dorsch, den Dack jetzt zur Oberfläche gebracht hat. Mal sehen, was noch so geht. Das passt schon. Prima. Norwegens schier endlose Küstenlinie bietet viele gute Gründe dafür, das Boot nicht nur bei starkem Wind am Steg zu lassen. Mehr dazu gibt's in unserem Heftschwerpunkt. Jo, 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 jo. Das gibt's ja nicht. Fisch dran. Erster Wurf. Erster Wurf. Ich glaub's nicht. Was ist es? An der Kescher! Wir sind jetzt hier den nächsten Berg angefahren, ein bisschen flacher und hatten da jetzt so vereinzelt paar Anzeigen und umso flacher wir werden, desto, also hier schwimmen ein paar richtige Granaten rum. Ja, da ist er. Sauber! Seelachs extrem. Horst Hennings, Hauke Loof und Christian Hoch haben mit der Insel Myken ein echtes Ausnahmerevier für kapitale Köhler besucht. Ey, das ist doch unnormal. Ah, hier, guck mal, da ist ein Seelachs. Oh, hier, hier ist ein Seelachs. Seelachs. Ja, ich hab einen drauf. Alter, das ist ein Heilbutt. Das ist ein Heilbutt? Ja, auf 8 Meter. Ja, keine Ahnung. Ich werd hier wahnsinnig. Oh, sag mal, das ist einer deiner besseren Angeltage, ne? Oh. Oh. Guck dir das mal an! Auf 2 Meter! Alter Schwede, da hab ich beim Biss gesehen! Oh! Guck dir das an! Oh, ich werd nicht mehr, du! Ich werd nicht mehr! Ich werd nicht mehr, der wird immer länger! Der wird immer länger! Alter Schwede! Was für ein Ofenrohr! Oh, was für ein Ofen. Außerdem im Heft gezielt auf Wolfsbarsch. Pollack mit der Fliege. Schleppen auf Heilbutt. Kap der Träume. Norwegen,
Das Magazin für Angeln und Meer erscheint zweimal jährlich im Paul Paarei Zeitschriftenverlag und ist überall im Handel oder direkt unter folgender Telefonnummer portofrei erhältlich. 02604 978 3 mal die 8. Schreiben Sie eine E-Mail an kundencenter@paulpaarei.de oder besuchen Sie uns im Internet unter norwegen-magazin.de. Norwegen, das Magazin für Angeln und Meer.